Bei mir gibt es heute eine türkische Süßspeise und zwar Muhallebi Kadayıf. Für die, die es nicht kennen, Teigfäden mit türkischem Pudding. Ich habe hier schon mal meine Teigfäden, aber diese Teigfäden hier sind zu lang, deshalb schneiden wir sie ein bisschen klein. Die Teigfäden werden jetzt in ordentlich Butter und Zucker angebraten. Hier ist wichtig, dass die ganze Zeit umgerührt wird. Die werden ganz schnell dunkel. So schauen die jetzt aus. Ich gebe da noch gehackte Walnüsse mit rein. Sorry, waren Haselnüsse. Das lasse ich jetzt hier ein bisschen abkühlen einfach. Jetzt kommen wir zum Pudding. Ich habe hier schon mal Mehl, da kommt Zucker mit rein. Hier habe ich jetzt Mehl und Speisestärke. Ich habe noch eine Packung Vanillezucker mit reingegeben. Das muss jetzt ständig gerührt werden. Mit dem Pudding bin ich noch nicht fertig. Ich will den jetzt um, dass er abkühlen kann. Die Hälfte von meinem Kadaif gebe ich hier schon mal in meine Form. Zu meinem nur ein bisschen abgekühlten Pudding gebe ich jetzt noch Schlagsahne dazu. Jetzt wird einfach gemixt. Hier habe ich noch ein Eigelb, den gebe ich auch mit rein. Der hat es leider nicht ganz überstanden. Noch eine Schicht von den Teigfäden drauf. So, der darf jetzt für ein paar Stunden in den Kühlschrank. Der ist servierfertig. Gönnt euch.